das ist mein Lepus Buschbeitel, das auch als ein solches verwendet werden kann. Man kann also hier ganz gut hinten drauf hauen, mit einem Baton zum Beispiel. Man kann senkrecht damit schneiden, waagerecht, so ein bisschen wie ein Tanto. Auf der einen Seite flach, auf der anderen Seite beitelmäßig angeschliffen. So, dann kennt ihr ja schon den Pizzaschneider als ein Teil meines Survival-Kits von ihm. Hab sicherlich auch schon meinen Boxcutter gesehen, den ich entworfen habe, und neulich habt ihr auch von der Zeichnung gehört, die ich gemacht habe. Eine Pappschablone und anschließend an dieses Modell. Und nun hat der Lepus das geschafft umzusetzen. Und hier ist es. Also ich stelle jetzt mal mein Axtmesser vor. Ich nenne es, weil alle Lepus-Messer und Äxte haben bei ihm irgendeinen Spitznamen bekommen. Ich nenne es den Lepus-Klopper. Ja, denn es ist nicht mehr wirklich ein Messer. Mit 688 Gramm Gewicht als Vollstahlmesser ist es jetzt gerade mal nicht so leicht. Aber dass es ein Beil und ein Messer in einem ist, das macht es, finde ich, zu einem sehr guten Tool. Und da dachte ich, einen Kompromiss will ich machen. Und dann habe ich ein Messer geschenkt bekommen vom Lone Woodpecker, das Muela Cobra. Das habe ich an diesem Ort hier vorgestellt. Vielleicht mache ich auch noch einen Link unten rein. Und die Handlage hat mir so gefallen, dass das mir im Kopf rumgegangen ist. Und ich habe grob gesagt, diese Geometrie hier drin umgesetzt. Dass ich also hier vorne greifen kann, dass ich rückwärts greifen kann und trotzdem, im Gegensatz zum Muela, kann ich hier voll faustlinks greifen und habe die Schneide nicht an meiner Haut. Ich kann hier vorne am Griff seitlich vorbei, kann oben aufgreifen, kann also, sage ich mal, auch eine relativ gute Feinarbeit machen, weil das gut balanciert ist. Guck mal, wo der Balancepunkt ist. Da ist er. Ich halte es mit einem Daumen. Das heißt also hier, wenn man hier den Mittelfinger hinmacht, wo eben mein Daumen war, dann ist das Ding gut balanciert. Also ich kann das wirklich gut benutzen. Ja. Und dann habe ich da mit dem Lepus gechattet, geschrieben, BMs, habe mich erkundigt. Und irgendwann sagt er mir, fax mir mal eine Zeichnung. Die Zeichnung habt ihr gesehen und dann hieß es, warten. Und das Warten hat sich echt gelohnt. Ich bin voll dankbar, dass ich dieses Gerät habe. Und ich kann sagen, bis jetzt, also ich mag ungerne frühzeitig was sagen, aber das ist ein User. Es ist ein User. Die Olive, und ich benutze es sehr gerne. Das heißt also, für mich die Idealkombination wäre ein kleines Neckknife, was nicht aufträgt, was schön flach ist, dass man wirklich griffbereit hat. Das Ding im Rucksack. Und dann Felco 600 Klappsäge und die wird jetzt diese hier ersetzen. Die kriegt mein Schwiegervater,
Die habe ich vom Dennis geschenkt bekommen. So eine Art, ja, Baumarkt-Gartensäge. Die hat mir große Dienste geleistet. Also nochmal danke, Dennis. Und jetzt wird sie abgelöst durch die 1,5 cm kürzere Felco. Richtig klasse Sache. Die ist also nicht nur kürzer, die ist wesentlich leichter. Und was ich besonders interessant finde, ein Detail, ich studiere Technik, interessiere ich mich auch für die Details, wie sowas funktioniert. Also es hat nicht nur verschränkte Zähne, sondern der Rücken ist schmaler, minimal schmaler, als der Stahl hier unten, bevor die Zähne beginnen. Sodass also ein Verkanten ein bisschen auch reduziert wird. Zusätzlich, im Gegensatz zu dieser, hat die Felco am Ende des Griffes wirklich eine sehr deutliche Bremse hier, wo man, weil die auf Zug designt ist, gut ziehen kann. Die vordere Säge wiegt 199 Gramm und ist 18 cm lang in der Schnittlänge. Die Felco wiegt 154 Gramm und ist 16 cm in der Schnittlänge. Und das ist ja klar, das war 688 Gramm bei noch nicht mal 12 cm Schneide, somit dass es auch als Messer qualifiziert ist, legal zu tragen, wenn man so will. Hier konzentriert sich das Gewicht, nur im Vergleich merkt man das, im Griff. Also da sind irgendwelche Platinen noch drin hier oder sowas, eine Feder, ich weiß es nicht, was hier ist. Und hier sind die Platinen nur so kurz und dann ist Hartkunststoff mit Gummierung hier außen, so wie man es bei den Moras kennt. Also 688 Gramm, dazu 100 und was waren es, 157 Gramm, wenn ich noch richtig im Kopf habe, und dann von Udo das Neckknife mit 47 Gramm plus, weiß ich nicht, 30 Gramm Scheide. Dann habe ich also zum Schnitzen, Sägen, Hacken, ich glaube, die ideale Arbeitsteilung. Das soll meine Vorstellung und mein Dank sein an die beteiligten Leute, die mir hier diese Geschenke gemacht haben, beziehungsweise, ja, also ich bin richtig froh über das und Langzeittests kann ich wirklich, ich wollte nicht warten mit dem ganzen langen Langzeittest. Also ich habe das Ding jetzt ungefähr 3 Stunden in der Arbeit, in der Benutzung und meine mir da schon Urteil zu machen, können zu machen. Ansonsten danke ich auch an alle, die an mich gedacht haben, was die Klausur anbelangt. Ich habe ein gutes Gefühl, dass ich die 50% auf jeden Fall erreicht habe. Und schauen wir mal. Im Februar ist dann das Mathe-Klausur dran. Die habe ich ja jetzt geschoben. Also vielen Dank, liebe Leute. Und ciao.